Hier sind 70 Dinge, die du in Minecraft machen kannst, wenn dir einfach absolut langweilig ist. Ach ja, und bevor es losgeht, eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es, unseren Kanal zu abonnieren, noch bevor dieses kleine Schweinchen die Karotte erreicht? Das hilft uns wirklich sehr und so bekommt ihr jedes Mal mit, wenn wir ein neues Video hochladen. Danke! Es gibt einen Mob, den wir in diesem Zoo nicht finden werden. Und das ist der seltenste Mob in ganz Minecraft. Es gibt viele seltene Dinge, aber ein Baby-Zombie, der eine vollständig verzauberte Dia-Rüstung trägt, ein Schwert in der Hand hält und gleichzeitig ein Huhn reitet, ist sehr, sehr, sehr schwer zu finden. Oder habt ihr schon mal einen gesehen? Wahrscheinlich nicht. Denn es ist sogar wahrscheinlicher, beim Erstellen einer Welt denselben Seed hintereinander zu bekommen, als auf diesen reitenden Zombie-Dorfbewohner zu stoßen. Wenn dir also wirklich ein bisschen langweilig wird, kannst du dich auf die härteste Suche deines Lebens begeben und nach diesem Mob suchen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr in Minecraft noch so machen könnt, habe ich hier die Lösung für euch. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Piglin-Handelsfarm? Ähnlich wie bei Dorfbewohnern können wir mit Piglins handeln, indem wir ihnen einen Goldbarren zuwerfen. Mit dieser automatischen Farm können wir also nützliche Gegenstände von ihnen bekommen. Der schwierigste Teil ist es, den Piglin zu fangen. Sobald wir das geschafft haben, platzieren wir einfach den Spender, legen Gold hinein und setzen eine Druckplatte davor. Sobald wir die Redstone-Fackel platzieren, werden Goldbarren zum Piglin geworfen, der dann Gegenstände für uns in die Truhe droppt. Auf der Liste der schwer zu findenden Dinge stehen auf jeden Fall auch die Fossilien. Und ich meine nicht die aus dem Nether, sondern die aus der Oberwelt. Vielleicht habt ihr es ja schon gehört, aber es gibt tatsächlich Fossilien in der Oberwelt. Das sind versteinerte Überreste einer früheren Lebensform. Man findet sie im Sumpf, in der Wüste und im Nether und sie befinden sich etwa 20 Blöcke unter der Oberfläche. Sie sind meist in Stein eingeschlossen, was es sehr schwer macht, sie aufzuspüren. Aber hey, wenn dir sowieso langweilig ist, kannst du ja auf die Suche gehen. Sobald wir den Enderdrachen getötet haben, können wir ihn mit Enderkristallen wiederbeleben. Legt einfach 4 von ihnen am Endbrunnen hin und die Enderkristalle werden auf den Säulen wiederhergestellt und so der Enderdrache wieder erschaffen. Dadurch wird auch das Endtransitportal erzeugt. Wenn wir den Enderdrachen erschaffen haben, tötet ihn und entfernt die Enderkristalle auf den Säulen und wiederholt diesen Vorgang 20 Mal. Mit jedem Sieg wird ein neues Endtransitportal geschaffen. Wenn wir also den Enderdrachen 20 Mal töten, erhalten wir einen Kreis dieser Portale rundherum. Und das sieht ziemlich cool aus, oder? Es gibt Spieler, die Biome aus der Oberwelt in den Nether bauen. So hat man das Gefühl, sich in einer anderen Dimension ebenfalls wie zu Hause zu fühlen. Auch wenn es irgendwie seltsam ist. Warum wir das auch tun sollten? Nun, uns ist langweilig. Warum also nicht? Im Ende können wir das Gleiche tun. Hier können wir ganz einfach eine Insel aus Grasblöcken bauen, einen kleinen Teich anlegen und sogar Bäume pflanzen. Und schon haben wir hier im Ende unser eigenes kleines Haus oder unsere eigene Ferienoase. Ach ja, es kann passieren, dass Enderman die Grasblöcke klauen und wenn der Enderdrache noch lebt, dann wird auch diese Insel nicht lange halten. Stellt also sicher, dass der Enderdrache zuerst getötet wird, bevor ihr die Insel baut und nicht danach. Jetzt wird es wirklich verrückt. Habt ihr jemals versucht, ein Leuchtfeuer mit Netherite-Blöcken zu bauen? Nein? Kein Wunder, denn dieser Prozess dauert sicher eine halbe Ewigkeit. Denn für diese Blöcke müssen wir erst einmal antiken Schrott im Nether finden. Aber da das einer der seltensten Blöcke im Nether ist, wird es sehr schwierig sein, so viele Netherite-Blöcke herzustellen. Denn zuerst müssen wir diese Blöcke finden und in einem Ofen schmelzen, um die Netherite-Platten zu erhalten. Und dann brauchen wir noch Gold, um die Netherite-Platten und die Goldbarren in der Werkbank zu einem ganzen Netherite-Block zu craften. Es kann also eine ganze Weile dauern, bis wir ein Leuchtfeuer haben, das nur aus Netherite-Blöcken besteht. Naja, viel Spaß bei dieser Challenge. Wenn dir die normalen Minecraft-Häuser zu langweilig sind, warum baust du dein Haus nicht einfach mal auf den Kopf? Das sieht nicht nur total verrückt aus, du kannst es auch bei den Häusern deiner Freunde machen. So wie dieser YouTuber, der das Haus seines Mitspielers komplett auf den Kopf umgebaut hat. So können wir uns nicht nur die Zeit vertreiben, sondern gleichzeitig unseren Mitspielern noch einen kleinen Streich spielen. Für die nächste Konstruktion müssen wir die Seite des Endportals zerstören, indem wir einen großen Pilz wachsen lassen. Und schwupps, die Seite ist weg. Jetzt müssen wir diesen Redstone-Mechanismus bauen, der den Sand hin und her schiebt. Wozu das gut ist? Nun, wenn wir die Hebel betätigen, um den Mechanismus zu aktivieren, wird der Sand nicht nur bewegt, sondern auch gleichzeitig neu erschaffen. Denn auch wenn wir hier nur 3 Sandblöcke sehen, wird der Sand durch das Portal in das Ende geschoben und dabei dupliziert. Wie wir hier sehen können, wird der Sand immer wieder in die Trichter geworfen, sodass wir eine unendliche Sandquelle haben. Antike Städte sind wirklich gefährlich, denn hier spawnen die Warden. Eine kleine Herausforderung für uns, wenn uns ein wenig langweilig ist, besteht darin, diese antike Stadt komplett von Wärtern zu befreien, ohne dass wir sie dabei zum Leben erwecken, indem wir alle Skullkreischer entfernen. Ein Skullkreischer ist
ist ein Block, der einen Wärter herbeiruft, wenn sich ein Spieler in der Nähe befindet. Wir können jedoch Wollblöcke verwenden, um uns dem Skullcrasher unbemerkt zu nähern, sodass er uns nicht hört und den Block dabei zerstören. Wenn wir das bei allen Skullcrashern in der antiken Stadt tun, wird der Wärter nicht spawnen. Wir bleiben im End und bauen uns ganz weit hinaus in die Leere, um dort unser Haus zu bauen. Denn hier können wir unsere eigene Raumstation bauen. Das muss nicht mal kompliziert sein und sieht direkt ziemlich gut aus, oder? Aber wenn das noch nicht reicht, können wir auch noch eine viel größere Raumstation im End bauen. Warum eigentlich nicht? Und wenn wir schon dabei sind, kann man auch noch diese Dinge in Minecraft bauen. Na, wer erkennt es? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare, aus welchem Film diese Bauwerke sind. Eine weitere lustige Sache, die du während des nächsten Gewitters tun kannst, ist es, die Skelettreiter zu töten. Sie erscheinen nämlich immer nur, wenn ein Blitz einschlägt. Aber wusstest du, dass du nur den Skelettreiter töten kannst und das Skelettpferd friedlich zu uns ist? Tatsächlich müssen diese Pferde nicht einmal gezähmt werden und können sofort geritten werden. Diese Pferde können in manchen Situationen sogar besser sein als normale, denn sie können zum Beispiel im Wasser in jeder Tiefe geritten werden. Oh, und wenn wir schon bei Pferden sind, warum nicht alle Pferde suchen und fangen? Es gibt insgesamt 35 verschiedene Farben von Pferdefellen im Spiel. Wie wäre es mit noch einer automatischen Farm? Zuerst graben wir ein Loch in den Boden, stellen die Truhen auf und verbinden sie mit Trichtern. Darauf stellen wir die Komposter und darüber wieder Trichter. Nun legen wir die Antriebsschienen darauf und darauf die Trichterlore, die später die Gegenstände einsammelt. Direkt darüber setzen wir Sand. Jetzt bauen wir diese Konstruktion mit Blöcken ein und platzieren hier die Kolben und Beobachter, die wir mit Redstone verbinden. Und fast geschafft! Jetzt kommt noch Wasser in das Becken und unten Seetang hin. Sobald der Seetang hoch genug gewachsen ist, erkennt der Beobachter das und schiebt die Kolben nach vorne, die den Seetang zerstören und auf den Sand fallen lassen. Die Trichter ziehen den Seetang durch den Sand heraus und leiten ihn an die Komposter weiter. Sobald die Komposter voll sind, entsteht Knochenmehl, das in den Truhen gelagert wird. Ziemlich praktisch! Wir können unsere Zeit auch damit verbringen, eine 9x9 große Tresortür zu bauen, die unsere wertvollsten Gegenstände vor Angreifern schützen wird. Sie sieht nicht nur unglaublich gut aus und versteckt unsere Schätze, es ist auch gar nicht mal so einfach, eine so große Tür zu bauen. Dahinter verbirgt sich ein komplizierter Redstone-Mechanismus, der aus Kolben, Schleimblöcken und einer Menge Geduld besteht. Aber die wirst du ja haben, wenn dir sowieso langweilig ist. Natürlich erzeugte Bauwerke können auch für andere Dinge verwendet werden, zum Beispiel als Grundstock für unsere Basis. Denn der Wüstentempel kann auch in ein bewohnbares Haus umgewandelt werden. Oder wir können ihn in unserem Dorf genau nachbauen. Was hier wirklich lustig aussieht, weil der Wüstentempel in diesem Biom normalerweise gar nicht vorkommt. Wenn du also Zeit hast und nicht weißt, wie du dein Haus bauen sollst, dann bau doch natürlich generierte Bauwerke in der gleichen Form in deinem Dorf auf. Du magst die Minecraft-Musik nicht und willst etwas Abwechslung? Wie wäre es, wenn du nach Schallplatten suchst? Es gibt insgesamt 16 von ihnen und sie alle zu bekommen wird definitiv einige Zeit dauern. Wir können sie in den Truhen von Verliesen, Waldanwesen, Festungen und anderen natürlich generierten Strukturen in Minecraft finden. Und wenn dir das zu mühsam ist, kannst du auch einfach einen Creeper und ein Skelett benutzen. Denn wenn die Pfeile des Skeletts den Creeper anstelle von uns treffen und der Creeper durch den Schaden der Pfeile stirbt, lässt er eine seltene Platte fallen. Auf diese Weise kannst du alle Platten bekommen. Und auch wenn einige von ihnen nicht wirklich gut klingen, wird dir so sicherlich nicht langweilig in Minecraft. Neben den normalen Dorfbewohnern gibt es auch solche, die in den Dörfern der Savanne auftreten. Jeder Dorfbewohner in einem anderen Biom trägt eine andere Kleidung. Zum Beispiel die in der Wüste, in der Taiga oder in verschneiten Biomen. Oh, und dann noch die aus dem Dschungel oder dem Sumpf. Aber da sie noch keine Dörfer haben, wird es schwer sein, sie überhaupt zu finden. Sie sehen alle unterschiedlich aus, was wir für unseren nächsten Zeitvertreib nutzen können. Wir können es uns nämlich zur Aufgabe machen, alle Dorfbewohner aus den verschiedenen Biomen zu finden und sie in die Basis zu bringen. Ja, zugegeben, das wird ein bisschen schwierig, aber wenn man viel Zeit hat, warum nicht? Und irgendwie ist es cool, so vielseitige Dorfbewohner zu haben, oder? Um die Zeit zu überbrücken, kannst du einfach in die Vergangenheit reisen. Also, in die Minecraft-Vergangenheit. Du kannst nämlich immer noch die alten Minecraft-Versionen aus der Alpha- und Beta-Zeit spielen. Damals gab es viel weniger Blöcke, die anders aussahen. Man konnte nicht springen, man konnte kein Schweinefleisch stapeln und man konnte Schafe mit einem einzigen Schlag mit der Hand scheren. Es gibt also eine Menge verrückter Dinge zu entdecken. Aquarien mit Fischen sind eigentlich Dinge, die wir schnell in unserer Welt bauen können, oder? Naja, nicht ganz, denn in Minecraft gibt es insgesamt 2700 Tropenfisch-Varianten. Die Herausforderung ist also, sammelt möglichst viele exotische Fische und bringt sie ins Aquarium. Mit einem Eimer Wasser ist das auch ganz einfach. Geht in den warmen Ozean und klickt sie mit dem Wassereimer an. So könnt ihr die Fische einsammeln. Denn obwohl sie in der Schnellzugriffsleiste alle wie Nemo aussehen, sind sie eigentlich andere Fische, wenn ihr sie dann wieder in eurem Aquarium ins Wasser setzt. Hast du schon mal daran gedacht, deine Gegend
Gegenstände von einer Redstone-Maschine sortieren zu lassen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das im Spiel zu implementieren und eine funktionierende Sortiermaschine zu haben, die unsere Blöcke und Gegenstände in die Truhen transportiert, sodass wir einen guten Überblick über unser Inventar behalten können. Das kostet zwar ordentlich Zeit, aber so müssen wir uns nicht mehr mit den unsortierten Truhen herumschlagen. Wie wäre es mit einer riesigen Glaskuppel? Gut, warum ihr die bauen solltet, weiß ich auch nicht. Aber wenn ihr eine solche Kuppel baut, dann sieht sie aus der Ferne bestimmt wirklich cool aus. Man kann auch Blöcke sammeln, die man dann nebeneinander aufstellt. Es gibt insgesamt mehr als 800 verschiedene Blöcke, die man in Minecraft finden kann. Du kannst dich also auf die Suche machen und alle diese Blöcke sammeln. Und wenn du schon dabei bist, warum nicht auch die anderen Gegenstände? Es gibt nämlich noch mehr als 700 weitere Gegenstände in Minecraft, die du finden kannst. Eine weitere Konstruktion, mit der wir unsere Welt aufpeppen können, ist diese hier. Sie kann nämlich Zuckerrohr ernten. Baut den Mechanismus genau so, um eine automatische Zuckerrohrfarm zu bauen. Sobald diese Konstruktion über das Feld fährt, sammelt sie alle Zuckerrohre ein, die gewachsen sind. Und so einfach ist es, eine Konstruktion zu bauen, mit der ihr nie wieder Zuckerrohr von Hand abbauen müsst. Eine weitere nützliche Beschäftigung ist der Bau einer Obsidianfarm. Mithilfe dieses gefangenen Wither können wir 32.000 Obsidian pro Stunde farmen. Denn sobald wir den Chunkloader in der Oberwelt aktivieren und ins Ende gehen, greift der Wither den Eisengolem an und zerstört so den Obsidian. Es ist gar nicht so schwer, eine solche Farm zu errichten. Und sie sorgt dafür, dass wir eigentlich nie wieder Obsidian farmen müssen. Aber warum wir so viele von diesen Blöcken brauchen, weiß ich auch nicht. Okay, wenn euch das noch nicht genug ist, gibt es hier noch eine weitere Möglichkeit, coole Häuser in Minecraft zu bekommen. Und das ist dieses einfach aussehende Haus. Das Besondere daran? Nun, dieses Haus können wir auch in den anderen Biomen in der gleichen Form bauen, aber nur mit den Rohstoffen, die in dem jeweiligen Gebiet verfügbar sind. Also in der Wüste gibt es das gleiche Haus, nur mit Sandstein und anderen Blöcken, die hier verfügbar sind. In verschneiten Biomen gibt es das Fichtenhaus, das die gleiche Form hat wie das im Eichenwald oder in der Wüste. Und in den Badlands gibt es ein Haus, das komplett aus Keramik besteht. Und zu guter Letzt gibt es noch das Haus im Dschungel, das komplett aus Tropenholz besteht. Wenn ihr also mal wieder nicht wisst, was ihr bauen sollt, probiert euer Haus doch mal in verschiedenen Biomen aus. Eine der riskantesten Sachen, die man in Minecraft machen kann, ist es, eine Basis unter dem Grundgestein zu bauen. Normalerweise kann man keine Blöcke unter Bedrock platzieren. Aber wenn wir Schalke in eine Lore setzen, können wir sie unter das Grundgestein schieben und gleichzeitig TNT explodieren lassen, um die Schalke in der Luft zu halten. Ja, das funktioniert wirklich. Und dann ist es irgendwie möglich, eine richtige Basis unter dem Bedrock zu bauen, wo wir unsere wertvollen Gegenstände lagern können. Das ist nicht nur ein gefährlicher Weg, sondern auch extrem schwierig im Überlebensmodus umzusetzen. Denn erst das Grundgestein zu entfernen und dann die Schalke aus dem Ende herauszuholen, wird sehr zeitaufwendig sein. Mobs können nicht auf Stufen spawnen. Hier kann man das sehr schön sehen, denn überall, wo rote Linien zu sehen sind, können Mobs spawnen. Mit Stufen können wir so kontrollieren, wo die Mobs zuerst spawnen. Wenn wir nun die Nether-Festung mit Stufen auslegen, können wir eine Farm bauen, in der Mobs natürlich spawnen. Zum Beispiel diese Wither-Skelett-Farm. Sobald die Mobs spawnen, versuchen sie, den Piglin in der Mitte anzugreifen. Aber das klappt nicht. Stattdessen tappen sie in unsere Falle, wo wir sie nun sehr leicht töten können. Auf diese Weise können wir leicht eine Menge Wither-Skelett-Köpfe bekommen. Wenn du schon viele Tiere einer Art sammelst und sie in die Basis bringst, warum machst du das nicht auch mit den anderen Tieren? Eine Herausforderung gegen die Langeweile könnte es sein, alle, wirklich alle Tiere zu sammeln und einen richtigen Zoo zu errichten. Denn es gibt tatsächlich über 70 verschiedene Mobs und Tiere im Spiel, die wir alle nacheinander fangen können. Mit einer Leine, einem Boot oder einer Lore auf Schienen können wir es also schaffen, alle Mobs in Minecraft über längere Strecken zu transportieren. Außer vielleicht den Enderdrachen. Aber auch das soll möglich sein. Dieser Spieler hat es nämlich geschafft, den Enderdrachen auch in die Oberwelt zu bringen. Wie er das gemacht hat? Keine Ahnung. Für das nächste, was wir tun können, wenn uns gerade mal langweilig ist, müssen wir einen Hohlraum unter dem Endbrunnen im End graben. Genau so, dass wir einen 3-Block hohen Raum haben. Jetzt legen wir etwas Obsidian auf den Boden, um die Explosion zu dämpfen und platzieren den Seelensand für den Wither. Sobald wir alle 3 Köpfe auf der Vorderseite platziert haben, wird der erschaffene Wither in dem Grundgestein gefangen bleiben und er leidet permanenten Schaden, bis er stirbt. Wir können diesen Prozess beschleunigen, indem wir nachhelfen. Jetzt haben wir eine kleine Wither-Farm gebaut, um viele Nethersteine für unsere Leuchtfeuer zu bekommen. Warum wir so viele Leuchtfeuer brauchen? Na, ich weiß es nicht, aber hey, diese kleine Farm ist dafür auf jeden Fall gut geeignet. Den Enderdrachen immer wieder ganz normal zu töten, macht auch nicht wirklich Spaß. Warum versuchst du es also nicht mal auf eine ganz andere Art und Weise? Die Herausforderung? Töte den Enderdrachen mit einem Redstone-Mechanismus. Das klingt einfacher, als du vielleicht denkst. Mumbo Jumbo auf YouTube
YouTube hat das einmal versucht und dabei einige Möglichkeiten ausprobiert. Er hat versucht, ihn mit einer Menge Feuerbällen, TNT, Pfeilen, einem riesigen TNT-Block und Werfern, die TNT verschießen, zu töten und selbst er hat es nicht geschafft. Ich meine, probier's selbst aus und wenn es nicht klappt, kannst du immer noch den Bogen benutzen. Wusstet ihr, dass man im Survival-Modus eine Farm bauen kann, die unendlich viele Dorfbewohner und Lebensmittel gleichzeitig produziert? Nein? Nun, ihr seht die Farm gerade. Mit dieser Konstruktion hier ist es möglich. Sobald sich die Dorfbewohner vermehren, was allerdings einige Zeit dauern kann, wird das Kind im Wasser spawnen und an das Ende des Wassers gespült. Sobald es groß genug ist, wird der Dorfbewohner in das nächste Becken geschwemmt und tada! Diese Farm liefert nun immer wieder neue Dorfbewohner und gleichzeitig Karotten, die wir als Nahrung verwenden können. Ein weiterer Streich, den du deinen Freunden spielen kannst, ist es, einen Raum mit weißen Karten auszulegen. Da diese Wände und Decken praktisch keine Textur haben, außer halt weiß, sind die Gefangenen dann einfach in einem weißen Raum eingesperrt und haben keinen Orientierungssinn mehr. Und sobald dein Freund sich einen Weg nach unten baut, fällt er in die Lava hinunter. Aber Karten können wir auch für andere Zwecke verwenden. Wir können nämlich verschiedene Motive und Botschaften auf den Boden legen und sie mit der Karte erfassen. Dadurch können wir zum Beispiel auch Iron Man nachbauen und haben so ein einzigartiges Bild für unsere Wand. So etwas zu bauen braucht immer viel Zeit, aber es lohnt sich. Und deswegen guckst du ja schließlich auch dieses Video. Ein weiterer Zeitvertreib ist auch das Sliden auf einer Bahn aus Eis. Einfach eine solche Rennbahn aus Eis bauen, ein Boot aufstellen und hineingehen. Nun kann man auf dem Eis ein Rennen fahren. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern ist auch gar nicht so einfach. Alleine macht es natürlich nicht so viel Spaß und auch die Dorfbewohner scheinen ein bisschen planlos in den Booten zu warten. Also ist es besser, wenn ihr eure Freunde auf den Server holt und gemeinsam ein Rennen startet. Du bist es leid, ständig Bäume fällen zu müssen? Kein Problem. Mit dieser Konstruktion werden wir nie wieder Holz von Hand abbauen müssen. Dieser Mechanismus lässt die Bäume mit Knochenmehl schnell wachsen, schiebt den Stamm mit Kolben nach vorne und zerstört die Baumstämme mit TNT. Die Stämme fallen anschließend ins Wasser und werden zu den Truhen transportiert. Das Einzige, was wir tun müssen, ist genau hier immer wieder Setzlinge auf die Erde zu legen und schon funktioniert das Ganze einwandfrei. Auf diese Weise können wir eine Menge Holz farmen und müssen uns nie wieder Sorgen machen, ob wir genug Holz haben. Ach ja, und diese Konstruktion zu bauen hilft dabei natürlich gegen Langeweile. Als nächstes platzieren wir die Schienen genau in diesem Muster, was ziemlich zeitaufwendig ist, aber es lohnt sich, vertraut mir. Danach platzieren wir die Kolben auf beiden Seiten genau so, daneben kommen Blöcke und zu guter Letzt die Redstone-Verstärker, die wir mit einem Knopf verbinden. Und das war's, jetzt müssen wir nur noch in die Lore gehen und losfahren. Schaut mal, wie schnell wir über die Schienen fahren. Verrückt, oder? Aber es ist gar nicht so einfach, diese Schienenkonstruktion zu bauen, denn wenn wir einen Fehler machen, müssen wir alles zerstören und nochmal von vorne anfangen. Habt ihr euch schon mal mit den Fortschritten im Spiel beschäftigt? Das solltet ihr. Fortschritte sind Auszeichnungen, die man erhält, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt. In der Java-Version gibt es etwa 50 und in der Bedrock sogar über 100, für die wir mit EP belohnt werden, wenn wir sie erfüllen. Und einige Aufgaben sind wirklich schwer. Der Fortschritt, eine gefährliche Mischung, ist besonders schwierig. Denn um diesen Erfolg zu bekommen, muss man von allen Effekten gleichzeitig betroffen sein. Also wirklich alle, die es im Spiel gibt. Die Herausforderung gegen die Langeweile besteht also darin, alle Fortschritte zu erzielen. Viel Spaß! Eine weitere Möglichkeit, eure Langeweile in Minecraft zu vertreiben, wäre es, mit Freunden auf Schatzsuche zu gehen. Versteckt einfach einen Schatz und baut ein großes Kreuz über ihm. Klickt mit der Karte auf den Boden und das Kreuz zum Schatz wird auf der Karte angezeigt. Sperrt die Karte im Kartentisch und entfernt das Kreuz wieder. Jetzt weiß niemand mehr, wo der Schatz vergraben ist. Das Einzige, was auf der Karte zu sehen ist, ist das Kreuz, das die ungefähre Lage des Schatzes anzeigt. Wenn wir uns nun auf die Suche nach dem Kreuz machen, müssen wir trotzdem alles umgraben, um den Schatz zu finden. Wenn wir einen Chunk mit zu vielen Mobs überladen, spawnen keine Mobs in diesem Chunk und in der Umgebung. Auf diese Weise können wir sogar auf dem schweren Schwierigkeitsgrad irgendwie friedlich spielen. Wenn wir also einen Warden gefangen halten, wird kein einziger Mob in der Nähe spawnen. So können wir auch in den alten Städten vermeiden, von einem Warden überrascht zu werden und gleichzeitig alle Truhen leeren. Yeah! Wenn uns die Häuser auf dem Boden nicht ausreichen, können wir sie auch in der Luft auf fliegenden Inseln bauen. Das sieht nicht nur richtig schön aus, sondern hält auch potenzielle Feinde besser fern. Hier oben können wir es uns dann richtig gemütlich machen, ohne von irgendjemandem gestört zu werden. Waren dir die letzten Konstruktionen für automatische Farmen ein bisschen zu kompliziert? Wie wäre es dann mit einer Tierfarm? Wusstest du, dass du mit genügend Licht und Grasblöcken bereits eine Farm bauen kannst? Alles, was wir tun müssen, ist, verschiedene Ebenen zu bauen, auf denen die Tiere spawnen können. Wichtig dabei ist, dass zwischen den einzelnen Ebenen genügend Abstand besteht und dass jede Ebene ausreichend beleuchtet wird.
beleuchtet ist. Sobald ein Tier spawnt, wird es nach kurzer Zeit über den Abgrund geschwemmt und dann durch ein Portal in den Nether geschoben. Auf diese Weise sterben die Tiere nicht und landen alle am Portal im Nether. Wirklich praktisch. Was ebenfalls gegen Langeweile hilft, ist es, ans Ende der Welt zu fliegen. Und ja, eine Minecraft-Welt hat tatsächlich ein Ende. Um es zu erreichen, benutzt man Elytren und Feuerwerksraketen und fliegt immer geradeaus in eine Himmelsrichtung. Die Welt endet bei ca. 30 Millionen Blöcke. Das ist nämlich die Weltgrenze und der Rand der Minecraft-Welt. Zugegeben, bis man diesen Rand erreicht hat, dauert es einige Zeit und der Rückweg wird auch nicht einfach sein. Aber wenn euch diese Weltborder immer noch zu langweilig ist, könnt ihr zu den Beta-Versionen von Minecraft wechseln. Vor der Beta 1.8 gab es noch die fernen Länder. Hier gibt es diese zerklüfteten Gebiete und die Welt ist komplett kaputt. Da man damals noch nicht sprinten konnte, dauerte es auch wirklich sehr, sehr lange, bis man endlich diese fernen Länder erreicht. Warum bist du noch nicht in die Welt der Notenblöcke eingetaucht? Es gibt 16 verschiedene Instrumente und 25 verschiedene Tonhöhen pro Instrument, was bedeutet, dass wir mit ihnen echte Minecraft-Soundtracks komponieren können. Denn der Block unter dem Notenblock bewirkt, dass sich der Klang verändert. Mit genügend Zeit, Geduld, Redstone und Verstärkern können wir mit den Notenblöcken eine Menge neuer Musik ins Spiel bringen oder sogar bekannte Lieder aus unserer Welt in Minecraft abspielen lassen. Allerdings ist das Ganze gar nicht mal so einfach. Habt ihr schon einmal Minecraft im Hardcore-Modus gespielt? Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt mal ausprobieren. Hier ist es nämlich etwas schwieriger, lange zu überleben, weil man nicht wiederbelebt werden kann, wenn man stirbt. Es gibt aber auch andere Spielmodi, wie den verfluchten Spielmodus oder Cursed Mode. Hier sind einige Dinge seltsam und hier bekommt man mehr Fallschaden als sonst. Eigentlich neutrale Mobs greifen einen an, außerdem verursachen Mobs wie Skelette mehr Schaden und Rückstoß und sind schwieriger zu töten. Du bist immer nur in deiner Basis und langweilst dich? Wie wäre es, wenn du deine Umgebung erkundest? Du könntest dir zum Beispiel ein paar Elytren und Feuerwerkskörper schnappen und alle Biome in der Minecraft-Welt besuchen. In Java gibt es insgesamt 53 Biome in der Oberwelt und jeweils 5 im Nether und im Ende. Es gibt also eine Menge zu erforschen. Natürlich kannst du die gleiche Herausforderung auch zu Fuß oder auf dem Pferd bewältigen. Es dauert nur länger, als wenn du mit den Elytren fliegst. Aber hey, vielleicht solltet ihr genau das mal versuchen. Oh, was passiert hier? Wir fallen in den Himmel. Das ist der Mob Up and Down and All Around, mit dem wir die Schwerkraft der Minecraft-Welt verändern können. Mit diesen Ankern können wir nicht nur in die Luft fallen, sondern uns auch permanent seitwärts bewegen. Nun ist die Welt plötzlich ganz anders und anfangs viel schwieriger zu spielen. Und übrigens funktioniert das auch mit allen anderen Richtungen. Wenn ihr also wirklich auf eine verrückte Art und Weise spielen wollt, ist diese Mod hier perfekt. Hier gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt. Waldanwesen sind nicht so leicht zu finden, da sie nur im dichten Wald liegen und manchmal tausende von Blöcken voneinander entfernt sind. Da aber jedes Waldanwesen etwas Besonderes ist und verschiedene Truhen enthält, könnte man sich auch zur Aufgabe machen, mehrere von ihnen zu besuchen, die Mobs zu besiegen und die Beute mitzunehmen. Aber das ist gar nicht mal so einfach, denn zuerst müssen wir das erste Waldanwesen einnehmen, was schon durch die vielen Diener und den Magier echt erschwert wird. Mit der No Cubes Mod gibt es keine quadratischen Blöcke mehr, denn die Grasblöcke und Stämme sind hier alle abgerundet. Na, das ist doch mal was Neues. Auch die Bäume sind abgerundet und sehen realistischer aus. Das gilt auch für die Flussbetten. Und auch in den Höhlen ist dieser Effekt noch deutlicher zu sehen, denn die sehen jetzt so aus. Und wenn wir farmen, sehen die Gänge viel runder aus als normal. Also eine ziemlich coole Mod, mit der wir unser Spielerlebnis komplett verändern können. Hattest du jemals einen Papagei als Haustier im Spiel? Bestimmt, oder? Aber wusstest du, dass es 5 verschiedene Arten von ihnen gibt? Diese Papageien können entweder mit Weizenkörnern gezähmt werden, dann sitzen sie auf unseren Schultern, oder sie können angeleint werden. Auf diese Weise können wir sie alle einzeln einsammeln und zu unserer Basis bringen. Sobald dann eine Platte von vorhin läuft, tanzen diese Papageien. Ist das nicht ein wirklich lustiger Anblick? Es gibt 4 verschiedene Bastionsruinen. Brücken, Hocklenställe, Wohneinheiten und Schatzkammern. Die Ruinen, die alle unterschiedlich aussehen, werden von Piglins, Piglin-Barbaren und Hocklins bewohnt, die Schätze in den Ruinen beschützen. Hast du das gewusst? Anstatt also nur eine einzige Bastionsruine zu suchen, warum nicht gleich alle 4? Das wird nicht nur einige Zeit in Anspruch nehmen, sondern belohnt dich auch mit vielen wichtigen Ressourcen und Gegenständen. Wenn es darum geht, Erze schnell zu schmelzen, sind Öfen oder Schmelzöfen eher ungeeignet. Stattdessen gibt es Konstruktionen, die darauf ausgelegt sind, unsere Blöcke noch schneller zu schmelzen und diesen Prozess automatisch durchzuführen. Die Erze werden zunächst in die Truhe gelegt, mit einer Trichterlore aus der Truhe gezogen und über Schienen zu den Öfen transportiert. Sobald das Erz geschmolzen ist, wird es über Trichter, Spender und einen Wasserfluss nach oben zu unseren Truhen befördert. Dieser Hochleistungsofen kann so tausende von Blöcken in kurzer Zeit schmelzen und ist perfekt
perfekt zum Bauen, wenn euch mal wieder langweilig ist. Etwas Neues für dich könnte auch sein, einem Server beizutreten und der Beste in einem der Minispiele zu werden. Ob allein oder mit Freunden, das macht eine Menge Spaß, man lernt neue Leute kennen und wird gleichzeitig besser im Spiel. Klar, am Anfang darf man nicht zu viel erwarten, aber mit der Zeit wirst du immer besser. Es ist definitiv eine Möglichkeit, einen ruhigen Minecraft-Tag in ein echtes Erlebnis zu verwandeln. Denn es gibt so viele Minispiele, dass einem allein bei der Suche danach nicht langweilig werden kann. Skalk-Sensoren können einige lustige und hilfreiche Dinge tun. Wie zum Beispiel dieses Feuerwerk, das nur in die Luft geschossen wird, wenn ein Skalk-Sensor unsere Bewegungen und Geräusche erkennt. Es ist nämlich so, dass man mit diesen Sensoren Signale über große Entfernungen senden kann und sobald ein Skalk-Sensor aktiviert wird, sendet er ein Signal an den nächsten und der wieder an den nächsten und der wieder an den nächsten, bis das Signal hier den Werfer dazu bringt, das Feuerwerk in die Luft zu schießen. Hast du schon mal von einer Schleimfarm gehört? Man kann die Produktion von Schleimblöcken nämlich auch automatisieren. Nicht mit dem Schleim selbst, sondern mit Pandas. Was Pandas mit Schleim zu tun haben, fragst du dich? Nun, es kann vorkommen, dass ein Panda eine Schleimkugel ausschneuzt. Das passiert zwar sehr selten, ist aber daran zu erkennen, dass der Panda etwas Grünes in der Nase hat. Mithilfe der Pandas können wir also eine Farm bauen, die die Schleimkugeln auffängt und zu unseren Truhen transportiert. Es kann zwar etwas länger dauern, bis ein Panda diese Schleimkugel tatsächlich droppt, aber hey, das ist immerhin ein friedlicher Weg, den wir beschleunigen können, wenn wir viele Pandas in unsere Farm integrieren. Aber es gibt auch Mods, die neue Gegenstände und Blöcke ins Spiel bringen. Diese Modifikationen machen das Spiel viel abwechslungsreicher und sorgen dafür, dass wir ganz andere Redstone-Mechanismen und Dinge bauen können, die sonst im Spiel nicht möglich sind. Hier gibt es sogar einen Bumerang, mit dem wir tatsächlich auch noch Schaden anrichten können. Ist das nicht cool? Die Minecraft-Community hat schon so viele verschiedene Dinge für Minecraft gebaut und entwickelt, dass man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Besonders auf CurseForge gibt es unzählige Adventure-Maps, wie zum Beispiel diesen Escape Room, bei dem es darum geht, aus einem Bedrock-Käfig auszubrechen und dabei nur die minimalsten Gegenstände zu benutzen. Das klingt einfach, ist es aber nicht und erfordert ziemlich viel Geduld. Oder diese Map, in der die Welt aus verschiedenen Glasflaschen besteht, in denen wir unterschiedliche Materialien finden, um Minecraft durchzuspielen. Außerdem kann man Skyblock spielen oder ein Parcours absolvieren, bei dem die Blöcke immer wieder nach kurzer Zeit verschwinden, was die Sache deutlich erschwert. Verzauberte Goldäpfel zu finden ist ganz schön schwierig. Im Gegensatz zu den normalen Goldäpfeln können die verzauberten Goldäpfel nämlich nicht hergestellt werden. Daher können wir sie nur in Truhen von Portalruinen, Wüstentempeln, Verliesen, Waldanwesen, Bastionsruinen, antiken Städten oder Minen finden. Mehrere von ihnen aufzuspüren ist also eine ziemliche Herausforderung. Aber hey, wenn du die Zeit hast, warum denn nicht? Du willst deine Survival-Welt mit etwas Abwechslung anfangen? Wie wäre es, im Nether zu beginnen und sich langsam zur Oberwelt und schließlich zum Ende vorzuarbeiten? Im Nether finden wir alles, was wir brauchen. Holz, Piglins, aus denen wir wichtige Gegenstände gewinnen können und Lava. Nach einiger Zeit haben wir also alle Materialien zusammen, die wir für ein Nether-Portal brauchen und gelangen so wieder in die Oberwelt. Das ist doch auch mal ein Weg, Minecraft zu beginnen. Wenn du nur ein paar Blöcke abbauen willst und kein bestimmtes Ziel vor Augen hast, kannst du auch einen ganzen Chunk abbauen. Entferne also das ganze Wasser und baue alle Blöcke bis zum Grundgestein ab. Hier unten kannst du dann zum Beispiel Schleimblöcke platzieren und schon haben wir ein Trampolin. Sicherlich ist das nicht die kreativste Idee, aber es ist ein guter Zeitvertreib. Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, auf einer echten Achterbahn zu fahren? Nun, mit viel Eisen für Schienen und Loren ist das auch im Überlebensmodus möglich. Wir können eine richtig große Achterbahn bauen, auf der wir fahren können oder sogar einen ganzen Abenteuerpark errichten. So können wir auch die langweiligen Tage in Minecraft einfach aufregender gestalten. Dazu haben wir sogar mal ein ganzes Video hochgeladen. Schau dir das doch nach dem Video direkt auch noch an. Wenn wir gerade nicht wissen, was wir tun sollen, dann können wir einfach, Dinge bauen. Normale Häuser, Wolkenkratzer oder, wie hier eine ganze Stadt. Spieler haben sogar den Burj Khalifa in Minecraft nachgebaut. Sogar ein großes Schiff wie dieses kann mit genügend Zeit und Material fertiggestellt werden. Eine andere Möglichkeit ist, das Ganze in einer anderen Dimension zu bauen. Hier haben Minecraft-Spieler eine sogenannte Lost End City gebaut, die aus einer runden Glaskugel besteht und in der sich die Stadt befindet. Der Fantasie sind hier also wirklich keine Grenzen gesetzt. Dir ist wirklich, wirklich langweilig? Dann trockne doch das Meer einfach aus. Mit Schwämmen ist das eigentlich ganz einfach. Wichtig dabei ist, dass es Grenzen geben muss, um einen bestimmten Bereich des Wassers zu entfernen. Um einen Bereich vollständig vom Wasser zu befreien, muss die Grenze bis zum Grund reichen, genau wie hier. Und so können wir Schwämme verwenden, um einen Teil des Meeres auszutrocknen. Warum sollten wir das tun? Nun, wir langweilen uns. Warum also nicht? Neben den Adventure-Maps gibt es auch Mods, die das Spielen viel abenteuerlicher machen. RLCraft
Minecraft ist eine Mod, die Minecraft sehr viel schwieriger macht und gleichzeitig viel Abwechslung bietet. Hier sind viele Animationen völlig anders und sogar ein bisschen realistischer. Aber was wirklich verrückt ist, sind die gefährlichen Tiere in dieser Mod, denn es ist fast unmöglich, in diesem Spiel lange zu überleben. Feuerspeiende Drachen, gefährliche Skelette, seltsame Wüstentiere und schlangenartige Meeresbewohner. Glaub mir, es gibt eine Menge zu entdecken. Sobald wir den Außenposten der Plünderer angreifen und den Räuberhauptmann mit dem unheilvollen Banner töten, erhalten wir den Effekt drohendes Unheil. Dieser Effekt bewirkt, dass ein Überfall sofort stattfindet, wenn man ein Dorf vor dem Ende der Effektdauer betritt. Gelingt es uns jedoch, zwei dieser Plünderer mit dem Banner zu töten, erhalten wir den Unheilseffekt der Stärke 2 oder höher. Und betreten dann ein Dorf, werden nicht 7, sondern 8 Plünderungswellen ausgelöst. Außerdem werden mit der höheren Stufe auch gleichzeitig die Waffen der Plünderer stärker. Wenn du also für etwas Abwechslung sorgen willst, töte mehrere Räuberhäuptmänner und betrete ein Dorf. Dir ist immer noch langweilig? Wie wäre es mit einer großen Karte? Wenn wir das Land mit den Karten so erfassen, dass wir jedes Gebiet auf den Karten haben, können wir mehrere dieser Karten in Rahmen aneinander reihen, um eine noch größere Karte zu erhalten. Auf diese Weise ist es einem Spieler gelungen, Dutzende von Karten nebeneinander zu legen und so eine riesige Karte zu erstellen. Wow! Bei einer Dorfplünderung kann man auch mehrere Wither erschaffen, was den ganzen Spielspaß noch verstärkt. Denn zwei Wither, die Plünderer und Diener gleichzeitig anzugreifen, ist eigentlich gar nicht so einfach und für die Dorfbewohner wird es unmöglich lange zu überleben. Probier es einfach mal aus. In der Java Edition kannst du mit speziellen Konstruktionen das Grundgestein entfernen und oberhalb des Nethers landen. Mit dieser kleinen Konstruktion aus TNT, Kolben, Obsidian und einer Falltür kann man eine Bedrock-Zerstörungsmaschine bauen. Und so kann man durch das Grundgestein hindurch. Hier oben kann man zum Beispiel eine zombifizierte Peklin-Farm bauen, mit der wir Gold farmen können. Wir können auch anfangen, Rohstoffe für Leuchtfeuer zu farmen, was nicht nur sehr lange dauert, sondern uns auch wirklich weiterhilft. Es gibt 3x3, 5x5, 7x7 und 9x9 große Leuchtfeuerpyramiden und je größer die Pyramide ist, desto mehr Effekte gibt sie uns. Außerdem können wir diese Pyramiden noch aus Gold, Diamant, Smaragd oder Netherit bauen. Letzteres ist besonders schwierig und erfordert eine ganze Menge Geduld. Wir können uns also selbst eine kleine Herausforderung stellen und alle Rohstoffe für diese Leuchtfeuerpyramiden farmen. Etwas, was wir auch tun können, verschiedene Eisbahnen zu bauen, mit denen wir große Entfernungen sehr schnell überwinden können. Im Nether können wir so extrem lange Strecken entlang sliden. Das macht wirklich Spaß und das Beste daran ist, dass man viel schneller an sein Ziel kommt als zu Fuß oder sogar mit Elytren. Eine weitere Minecraft-Herausforderung könnte darin bestehen, alle Blumen im Spiel zu sammeln. Es gibt 17 Arten von Blumen, nämlich Löwenzahn, Mohn, blaue Orchideen, Zierlauch, Porzellansternchen, rote, orangene, weiße und rosane Tulpen, Margeriten, Kornblumen, Maiglöckchen, Witherrosen, Sonnenblumen, Flieder, den Rosenstrauch und Pfingstrosen. Eine Sache, die wir ebenfalls tun können, verschiedene Banner in den Webstühlen erstellen. Hier gibt es genügend Motive und so kann man eine Zeit lang herumspielen, bis man das perfekte Banner für seine Basis hat. All diese Muster hier können mit den ganz normalen Webstühlen und Farbstoffen erstellt werden. Wenn wir uns mit einem Gerüst nach oben bauen und eine kleine Plattform errichten, können wir Lava darüber legen und anschließend Wasser, um so ein Bruchsteinbauwerk entstehen zu lassen, das gar nicht mal so schlecht aussieht. Das könnte zum Beispiel ein Turm für unser Dorf sein. Beim Bau dieser Bruchsteinbauten müssen wir allerdings vorsichtig sein, denn es kann schnell passieren, dass wir unsere Welt völlig verwüsten und alle Bruchsteine wieder abbauen müssen.